Käse herstellen ist eigentlich lebenslanges Lernen. Das heißt, man lernt nie aus, man lernt immer dazu. Und es ist ein Fermentationsprozess, der sehr komplex ist. Das heißt, wenn man anfängt, Käsen zu lernen, dann lernt man die einfachen Schritte. Und nach sieht man, dass Fehler passieren, Abweichungen passieren. Und diese Abweichungen möchte man abstellen. Also um einen guten Käse zu machen, muss man wirklich im Stall anfangen. Die Kühe müssen vernünftig gefüttert sein, die Stallhaltung ist wichtig, die Milch muss gut auf dem Hof transportiert werden, die Melkanlage muss vorher gut gereinigt gewesen sein und die Milch darf nicht zu lange gelagert werden. Natürlich müssen wir auch in der Käserei, haben wir auch eine Reihe von Möglichkeiten, Fehlern zu machen. Man arbeitet mit allen Milchsäurebakterien, die jetzt in dieser Milchflora vorhanden sind. Wir müssen immer darauf achten, dass wir das Milieu fördern, was wir im Käse auch haben wollen. Das ist nicht wie ein Backrezept, wo man was zusammenmixt und dann backt man was. Und dann hat man vielleicht von dem einen zu viel und von dem anderen zu wenig genommen. Sondern es ist ein lebendiger Prozess, ein Fermentationsprozess. Dreht man an einem Rädchen, drehen sich 19 andere Rädchen mit. Und das ist natürlich sehr komplex und sehr schwierig zu steuern. Das heißt, wenn man was verändern möchte, hat man gleich wieder mit anderen Auswirkungen auch zu tun. Es gibt einfache Käsefehler, wo Sie beispielsweise einen viel zu festen Käse haben. Wenn Sie aber mehr Wasser drin haben, haben Sie auch mehr Zucker. Und dann kann es zum Nachnässen kommen. Diese Käsefehler sind sehr komplex. Aufgrund dessen haben wir uns überlegt, dass eine Datenbank nötig ist, in der Ursachen für Käsefehler und Abhilfemaßnahmen gut beschrieben werden, gut erklärt werden für die Praxis und auch für die Beratung. Ja, und proaktiv ist die Idee auch dahinter, aus Fehlern von anderen lernen und im besten Falle diese Fehler gar nicht erst selbst zu machen. Es gibt sehr wenig Fachliteratur für handwerkliche Käsereien, wenig bis keine. Da ist die Datenbank ein ganz gutes Instrument, weil hier Käsefehler aus der handwerklichen Praxis für die handwerkliche Praxis aufbereitet worden sind. Das Besondere an der Datenbank ist, dass es eine Sammlung ist von Käseproben mit unbeabsichtigten Käsefehlern, die wir aufgerufen haben, uns einzuschicken im Rahmen des Projektes. Und diese Fehler bilden eine sehr große Bandbreite ab, sodass wir insgesamt 93 Käsefehler beschreiben und damit schon ein ganz gutes Spektrum abbilden, das sehr praxisorientiert vermittelt wird. Die Frage, die oft kommt, ist ja, kann so eine Käsefehler-Datenbank quasi den Berater ersetzen? Und da würde ich sagen, nein, mit Sicherheit nicht. Also ist diese Datenbank auch geeignet, sehr gut geeignet für Berater. Es gibt natürlich auch Käserinnen und Käser, die Interesse haben, ein bisschen zu stöbern und vor allem die Vernetzung auch zu erleben, zu sehen, was passiert, wenn ich dies mache und wenn ich jenes mache. Und da dass die Käsefehler ja alle miteinander kombiniert sind, auch Schadbilder vorhanden sind, die im Grunde um 4 Käsefehler beinhalten, kann man wieder von einem von Hölzchen auf Stöckchen kommen und so eigentlich was dazulernen.